Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021 hier aus C-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und unser wunderschönes Auto steht hier bereit, um zu starten. Und dann hoffen wir mal, dass wir den jetzt einigermaßen um die Runde rumkriegen. Aber naja, gut, okay. Also, Turbo 4-Zylinder ist jetzt nicht ganz so schnell. Kommt jetzt nicht so unbedingt aus der Hüfte. Da hätte ich mir mehr erwartet. Apex ordentlich verpasst gerade eben. Sind wir gut durchgekommen. Bin gut lange Gas geben. Dreht eigentlich auch gut hoch. Aber war sogar ganz kurz ein Turbo-Pfeifen zu hören. Alles klar, mit dem auf der Strecke halten, das hat nicht mehr ganz geklappt. War jetzt nicht die schnellste Variante, die Kurve zu fahren. So, dann hier mal rum. Hätte nicht gedacht, dass ich so weit runterbremsen muss. Und hätte auch nicht mit so einer schlechten Bremsleistung gerechnet eigentlich. Ich dachte erstmal, das geht ein bisschen besser runter. Oh, Pfeifen in den vierten Gang rein. Das finde ich schon mal geckig. Wenn wirklich Turbo-Pfeifen rauskommt. Hört ihr das beim Schalten? das finde ich schon niedlich, muss ich ehrlich sagen. Also, dass sie da sowas eingebaut haben. Oh, da könnten wir Vollgas durchgehen durch die Kurve. Und jetzt gehen wir hier nochmal richtig auf Geschwindigkeit. Da war es jetzt nicht zu hören, weil ich gesabbelt habe leider. Oh, ich hätte gar nicht umfahren müssen. Hier müssen wir mal hart bremsen. Damit wir rumkommen. Unter 2 Minuten sind drin eigentlich. Also muss man ehrlich sagen, das könnte man schaffen. Wenn man deine eine Kurve nicht so wegschmeißt. Sind unter 2 Minuten durchaus drin. Das ist natürlich mein Ehrgeiz ein bisschen gerissen. Off-Track, okay. Aber wir sind schon mal ganz gut durchgekommen bis dahin. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also eine Runde fahren wir jetzt noch. Ich möchte ganz gerne, eigentlich möchte ich mit ihm wirklich schaffen, dass ich 10 Sekunden, naja gut, ich nicht finde. Weiß ich nicht. Das sieht schon mal gut aus. Komm, aus dem Knick. Ich glaube, wir sind durchaus wesentlich schneller hier. Ich weiß nicht, welche Zeit ich letztes Mal hier hatte. Ah, doch wohl. Nee, passt wieder, ne? Also, ich werde wieder über 2 Minuten landen. Bin mir nicht ganz sicher. Doch, komm, das wird. Unter 2 Minuten. 1,57,8 sind wir mit ihm gefahren. Finde ich gut. Also das ist eigentlich keine schlechte Zeit mit dem Wagen. Irgendwelche Spezialfahrer kriegen hier garantiert ein bisschen was Besseres hin. Ich kann halt eben so Autorennen. Ich mache es echt gerne, aber ich kann es halt einfach nicht gut. So, da würde ich sagen, gehen wir zurück in die Werkstatt. Das war doch okay. 1,57,8, das nehme ich, das kaufe ich. Da haben wir doch echt, na gut, man muss auch sagen, stehenden Start, das kostet natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, ne, wenn man das erstmal machen muss. Ich weiß auch nicht, ob die Zeit schon losläuft, wenn man da das erste Mal drauf tritt oder ob man erst über die Start und Ziel ist.
Dann könnte man ja erstmal nach hinten fahren. So, VMAX brauchen wir jetzt mit ihm nicht probieren. Ich denke, da wird nicht viel kommen. Wenn wir da die 200 erreichen würden, wäre das viel mit dem Bock. Aber okay. So, Rudi. Also, er hat unsere Dienste, oder er hat seine Dienste geleistet. Ich würde sagen, wir verkaufen ihn für 56.000. Ja, möchte ich gerne verkaufen. Ich mache ordentlich Gewinn dabei. Bin jetzt bei 66.000. Und mir fällt gerade auf, dass die Hintergrundmusik gar nicht an ist. Die mache ich mal noch an. Und dann... ja, dann müssen wir uns ja ein neues Auto besorgen. So, wo fahren wir hin? Wir fahren... ich glaube, wir fahren nochmal zum Auktionshaus. Und dann gucken wir mal, was wir da so finden. Vielleicht gibt es da ja so einen kleinen Jaguar jetzt, den ich mir leisten kann. Oder leisten will. Wir gucken erstmal hier rein. Hier ist ein Jaguar XJ220. Der hat natürlich einen anständigen Motor drin. 24.000 Startpreis ist natürlich sehr hoch. Muss man sagen. Hier ist so ein Chieftain Bandit. Der wäre natürlich auch nochmal was Schönes für die Garage. Aber den für die Garage brauche ich jetzt keinen produzieren. Zwei Bandits? Tatsache sind zwei Bandits. Hm, okay. Also, wenn wir uns den jetzt hier angucken. Na, erledigtes Modell. Dauert ein bisschen. So. Sieht natürlich schon mal. Ne? Also, das hat natürlich schon mal. Oh. Da vorne ist auch nichts drunter. Der Kühler ist vorne, okay. Ja, dann gehen wir mal in den Inspektionsmodus. Was habe ich denn hier? Fahrzeuginfo. Hier sehe ich aber nicht den ungefähren Wert, ne? Motor haben wir nur den da drin. Ne? Das ist schon, sind schon mal anständige Werte hier. Reifengröße ab Werk. Vorne hast du 255er, hinten hast du 345er drauf. Natürlich auch schon heftig. Gehen wir mal in den Inspektionsmodus und gucken uns das mal an, wie der Motor und das alles hier so verbaut ist. Das sieht ja echt klasse aus. Das ist, glaube ich, der Öleinfüllstutzen, den wir da sehen. Das, was da eben gerade gelb wurde. Also wir können auf jeden Fall ein paar EP hier ran besorgen. Der Auspuff sieht ja mal größer aus als der Motor, ne? Guckt euch den Auspuff hier an. Eieiei. Nun gut. Ja, wenn es so aussehen darf, warum nicht? So, da gibt es auch schöne Federung. Also die Teile sind alle auch relativ gut noch unterwegs, ne? Gleich auch Federung wie vorne, glaube ich. Nur mit Hinterachsfedern. Was sind denn Spiralfeder Hinterachse? Hm, weiß ich gar nicht. Sieht aber fast so aus. Der Tank ist aber auch merkwürdig eingebaut, muss man ehrlich sagen. Ja, also das hier, das ist der Tank da. Mal das nicht angucken. Jetzt haben wir bloß zwei Teile. Naja. Gut. Luftfilter hat man zwei eingebaut. Ohne Gehäuse. Einfach nur ein Luftfilter hier drin. In der Luftputze. Aha. Ja. Also sagen wir so, bis 40.000 können wir mitgehen. Dann hätten wir noch 26.000 für die Renovierung. Probieren können wir es, ne? So, ja, starten wir die ganze Sache hier mal. Gucken wir mal, wo die denn so ankommen hier. Aber ich denke, die 40.000 Kreditrahmen sind da recht schnell. Ja, abgelaufen. Ja, da habe ich keine Chance. So, das ist schade, schade, schade. Gehe ich jetzt zurück zur Auswahl oder gehe ich in die Garage zurück? Oh, was habe ich denn jetzt? Ach du. Da haben wir noch ein BMW wieder. Hm. Aber nee. Oh ja, das ist hier. So einen habe ich schon in der Garage. Mit Kompressor oben dran und alles toll, ne? Naja, wir sammeln ein paar Punkte. Das habt ihr ja auch geschrieben, glaube ich, mal ganz am Anfang, dass man da ganz gut EPs grinden kann. Also zusammen
zusammenbekommt, wenn man da hier in den Auktionen sämtliche Autos sich einmal anguckt und dann einfach mit der Maus da drauf hält. Und dann sich die Punkte quasi dann davon holt. Geht ja auch ganz gut, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Ich meine, okay, wir können hier die Dings nicht machen. Diese Motor-Kontroll-Dinger, die können wir jetzt hier nicht machen. Wobei das hier natürlich auch wirklich viel bringen würde, weil gerade bei dem Jaguar, mit dem 12-Zylinder, hätte da 12 Kolbenringe überprüft mit und jetzt, da hättest du richtig EPs bei gesammelt, ne? Muss mir denn auch mal sagen. Und dazu kommt ja, dass wir auf diesem... Achso, guck mal, da drüben ist das eine Sandwich-Kasse, das ist auf der anderen Seite. Da gucken wir auch nochmal rein, mal gucken, was der da so hat. Vielleicht da holen wir uns auch so ein komplettes Schrottding. So, gut, dann, zurück. Zurück. Dann gucken wir hier nochmal, ob es hier vielleicht... Hier gibt es ja den Emden, aber da war ja nicht so viel Teile dran, ne? Kein Jaguar. Doch, hier ein Jaguar E-Type. Hast du mir... Oh Gott, hier. Eieieiei. Wie bist du denn davon da? Jede Menge von da. Komm, den nehmen wir. Aber das ist schon wieder was ich mir den selber in die Garage stelle. Oh, sogar hier, andere Seite, Lenker, ne? Linkslenker. Rechtslenker. Das ist kein Teil mehr schön von, ich weiß, aber. Ist egal, ich gucke jetzt mal drauf. Meine schon die drei Vergaser hier auf der Seite, guckt euch an. Oh. Schöner Sechszylinder, rein Sechszylinder. Oh, hier ist Vergaserleine, das sieht schon cool aus. Das sieht alleine das ist schon Geld wert fast. Reifen, die da dran sind, okay, die sehen scheiße aus. Die Felgen, okay, gehen gut. Aber sind halt vom E-Type, ne? Weichen Felgen, die sind schon mal okay. Wir machen natürlich ein paar andere Reifen da draus, ein paar Sportreifen oder so. Kriegen wir schon hin. Hatten der Allrad? Nee, ne? Der Heckantrieb. Blanken Heckantrieb. Da sind viele Teile, das sind Kernschrott. Davon ist auszugehen. Also da gehen wir auch vieles nicht reparieren. Von. 28, 27. Also hier immer sehr, sehr viele Teile, die können wir einfach gar nicht reparieren. Naja gut, ist egal, aber das kriegen wir hin. Was soll uns der kosten am Ende? Wie viel gehen wir dafür hin? 25? So viel, ne? Ja, okay, aber oberstes Limit nehmen wir 25. Wo wir gerade letzte Folge bei Auktion waren, ne? Wie viel geben wir dafür? Ja, die bieten jetzt erstmal. Ich biete mal dazwischen. Oh, für 11.000 haben wir nicht gekriegt. Sehr gut. Doppelten Preis plus. Sehr gut. So, in der Werkstatt in Empfang nehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zur Werkstatt zurück. Und dann sehen wir dort einen Jaguar E-Type bei uns stehen. Mit dem müssen wir natürlich auf die Rennstrecke dann, ne? Da steht er. Ein Haufen Schrott ist es. Es werden etliche Teile fehlen, obwohl so viel geht, glaube ich, gar nicht. Aber die Batterie ist noch eingebaut hier. Batteriekasten. Wie sieht es auf der Seite aus? Ach, da haben sie dann die Flüssigkeitsdings hingepackt. Okay. Erstmal ein cooles Teil, ne? Gut. Erster Weg. Wäsche. So. Akzeptieren. So, erstmal den ganzen Dreck runterwuscheln hier, damit man erstmal sieht. Na, guck mal, ein bisschen Farbe ist sogar noch dran hier. Schöne Grün auch. Das lassen wir auch so.
Und dann machen wir da innen drin erstmal noch ein bisschen sauber, dass es so ein bisschen auch noch wieder schicki aussieht. So. Und dann gucken wir mal ganz kurz bei den Fahrzeuginformationen. Wert der Karosserie und aller Teile sind 12.000, 11.000, ein bisschen was. Also wir haben den gar nicht so teuer gekauft. Ja, 11.600 haben wir ausgegeben und 11.100 ist er wert. Das geht. Das war gar nicht mal so schlimm. Gut, dann kommst du jetzt wunderbar auf die Hebebühne 1. So, und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal ins Inventar und werden jetzt erstmal unser ganzes gesamtes Inventar verkaufen. Alles, was wir da haben, weil das können wir nicht mehr gebrauchen. Teile verkaufen. Achso. Teile verkaufen. So, 2300 haben wir nochmal gekriegt. Für den Schrott, den wir in der Tasche hatten. So. Und dann geht es jetzt hier los. Dann bauen wir jetzt ganz zart mal alles ab hier. In der Hoffnung, dass wir da... Ach ja, da kriegen wir ja gleich alles in die Hand nehmen. Sehr schön. Das hat ja schon mal sehr gut funktioniert. So, hat er hinten eine Stoßstange irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Ne. Gut. Dann würde ich sagen... Nee. Interieur ausbauen. Die wunderschönen Schalensitze hier und das Holzlenkrad, das müssen wir natürlich auch noch machen wieder. Das, also hier müssen wir schon ein bisschen klassisch herrichten. Ich glaube, ich werde wirklich bloß bei den Reifen werde ich ein paar Abstriche machen, aber ansonsten werde ich den recht klassisch herrichten. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guti, dann bauen wir alles ab, was nicht dazu benötigt wird, um den Motor quasi, also dass wir den Motor rausheben können. Und ja, naja, abbauen müssen wir sowieso alles. Raus mit dem Kühler. Ach ja, okay. Ich hätte Kühlflüssigkeit vorher ablassen sollen. Naja, gut. Ah, Mensch. So. Ich wollte es nur mal probiert haben. So. Das ist der Sicherungskasten hier übrigens. Sehr niedlich. Sehr, sehr niedlich. Hm. So, Batterie raus. Da raus. Und dann wollen wir hier vorne mal anfangen. Achso, nee, an dem Motor wollte ich nichts mehr abbauen. Mal auf. So, dann gucken wir, was ist hier drüben noch. Da habe ich schon wieder 100 Taler verschenkt, ne? War nicht so clever. So. Was müssen wir denn dann noch alle abbauen nachher? Wir lassen erstmal hoch, dann das Öl ab und dann bauen wir die Triebe aus. Ist aber auch wirklich nur ein Gitterrohrrahmen, ne? Also wirklich. Ja. Das ist schon interessante Technik, glaube ich. So alte, so ganz alte Technik zu sehen. Und das hier ist auch hier umsetzen, da war ja nicht mehr so viel drin, ne? Ist schon cool. Cool. So, dann fangen wir mal hier an. Dann müssen wir nämlich hier die Kappe abnehmen. Und dann geht's hier rein. Und dann können wir hier wunderschön... Ich habe Wasser gekocht, aber nicht auf meinen Tee gekippt. Ich wollte nämlich noch ein Teechen trinken. Ist mir gerade ein... Naja, gut, das werden wir gleich lösen, das Problem. Einmal die komplette Achse hier auseinandernehmen. So, dann kann ich den rausnehmen, glaube ich. So. Bisschen viel Rost dran, sagst du. Können wir den hier unten rausnehmen. So. Den hier oben. Sehr gut. Schenkelt doch schon meiner. So, und dann geht's auf der anderen Seite los hier. Zack, Kappe ab. Da ist ein Rosti-Rostlöser dran. Und dann kann das da alles ab. Ach, guck. Hm.
die Rostlöwe. Guck mal, dann machen wir hier. Den ab. Den raus. Den raus. Sehr schön. So. Ach, so ein schöner Sechszylinder. Ich weiß gar nicht, wie der Motorständer das halten will. Kippt doch nach vorne über, oder? Weiß ich gar nicht. Hat der da. Ich weiß gar nicht, wie der aufgebaut ist. Oh, so viel Gegengewicht hat er doch nicht. Der das halten kann, oder? Wir werden sehen, wie das aussieht. Wenn wir den da gleich dran gebaumelt haben. So, gut. Achso, dann müssen wir jetzt hier die Ohren noch rausmachen. Die noch raus. Und diese hier noch raus. Und die vierte auch. So, Axtträger weg. So, dann kann hier jetzt der Auspuff weg. Der Auspuff weg. Kritischer Dämpfer. So. Endrohre hier. Ich weiß nicht, ob die unter als Endrohr laufen oder als Endschalldämpfer. Aber so viel Schalldämpfer nehme ich. Guck mal, hier ist sogar die Dings drin. Na guck. Die Pumpe ist hier drin. Also, so, dann haben wir noch ein Rad runterzunehmen. Und ich würde sagen, wir machen dann weiter in der nächsten Folge. Ich guck mal, ob ich mein Teewasser aufgekippt habe oder nicht. Und dann sehen wir uns. Ja, morgen. Bis dann. Tschüss.